Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Botschaft der Bundesrepublik in Warschau wird für den Publikumsverkehr vorläufig geschlossen. Die Bonner Regierung begründete ihre Entscheidung mit der Überfüllung der Mission durch ausreisewillige DDR-Bürger. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes steht die Botschaft aber mit karitativen Organisationen in Verbindung, damit neu hinzukommende DDR-Flüchtlinge angemessen betreut werden können. Die Bundesregierung gehe davon aus, dass Polen niemanden in die DDR abschiebe. Aus Warschau Dirk Ludwig Schaff. Die Funktion der Botschaft in Warschau ist schon seit Tagen empfindlich gestört. Die relativ kleinen Gebäude, über mehrere Straßen verteilt und nur provisorisch ausgestattet, sind dem Ansturm so vieler Flüchtlinge nicht gewachsen. Obwohl ein Lastzug des Roten Kreuzes am Wochenende Hilfsmittel aus der Bundesrepublik brachte, ist das Personal der Botschaft einfach überfordert, so viele Menschen zu versorgen. Botschafter Schöller gibt sich wortkarg. Wie viele Flüchtlinge sind jetzt da? In der Botschaft selbst 104. Und außerhalb der Botschaft schon 16 weitere Flüchtlinge. Wie sind denn die Aussichten für diese Leute, in die Bundesrepublik zu kommen? Dazu kann ich überhaupt nichts sagen. Hat die polnische Regierung nicht einer humanitären Lösung im Prinzip bereits zugestimmt? Sie hat einer pragmatischen Lösung zugestimmt. Pragmatisch heißt Ausreise in die Bundesrepublik? Das sehe ich noch nicht so. Das sehe ich noch nicht so. Wir müssen abwarten. Was bedeutet denn die Schließung nun? Die Schließung bedeutet, dass kein Publikumsverkehr mehr stattfinden kann. Aber es bedeutet nicht, dass keine weiteren DDR-Flüchtlinge kommen können. Botschaft ist geschlossen. Aber man kann leicht über den Zaun steigen. Das ist eine Idee von Ihnen, nicht von mir. Wiederschau. Danke sehr. Wichtige Mitglieder der polnischen Regierung, etwa Premierminister Mazowiecki selbst, waren erst vor wenigen Jahren Opfer des polnischen Kriegsrechts. Für sie ist selbstverständlich, dass nur eine humanitäre, liberale Lösung in Frage kommt. Sie wollen den Flüchtlingen den Weg in die Freiheit ebnen. Allerdings wollen sie auch eine unnötige Demütigung der Verbündeten in Ost-Berlin vermeiden. Auch die Lage in der ebenfalls geschlossenen bundesdeutschen Botschaft in Prag wirft immer größere Probleme auf. Dort halten sich inzwischen mehr als 500 Zufluchtsuchende aus der DDR auf. Über 300 von ihnen kamen in den letzten Tagen, oftmals mit der Begründung, tschechoslowakische Grenzsoldaten hätten sie an der geplanten Weiterreise nach Ungarn gehindert. Obwohl Prag dies offiziell bestreitet, werden immer mehr Fälle bekannt, in denen DDR-Bürger trotz gültiger Papiere nicht nach Ungarn reisen durften. Die CSSR habe die Grenzkontrollen erheblich verschärft. Alle 100 Meter seien Wachen aufgestellt worden. Für diese Nacht werden in Bayern nur noch 4 Busse mit etwa 200 Flüchtlingen aus Budapest erwartet. In der vergangenen Nacht waren noch 680 DDR-Bürger in der Bundesrepublik eingetroffen. In der DDR wird der Ruf nach mehr Demokratie immer lauter. Eine Sammlungsbewegung mit dem Namen Neues Forum hat heute als erste oppositionelle Gruppe ihre offizielle Anerkennung durch den Staat beantragt. In Eisenach verlangte die Synode des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR einschneidende Reformen. Zum ersten Mal hat sich heute Nachmittag eine Bundessynode der Evangelischen Kirche in der DDR für demokratische Parteienvielfalt im Lande ausgesprochen. Als Maßnahme gegen die Massenauswanderung hat die Synode die Zulassung einer offenen und öffentlichen Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Problemen des Landes gefordert. Dazu gehöre auch eine Öffnung der politischen Strukturen, Reisefreiheit für alle Bürger, die Möglichkeit friedlicher Demonstrationen und ein Wahlverfahren, das Auswahl zwischen Programmen und Personen ermöglicht. Der Kirche ist daran gelegen, dass die Menschen im Lande bleiben. Und sie will das ihre tun, um eine Eskalation von Gewalt zu verhindern. Der Wittenberger Pfarrer Schorlemmer sagte, statt Demonstrationsverboten und Verhaftungen brauchen wir Handlungen der Regierung, die Signale für neue Hoffnungen setzen können. Sein Berliner Amtsbruder Passauer forderte, wenn in Leipzig oder am Alexanderplatz junge Menschen von der Polizei geschlagen und verhaftet werden, sind wir aufgerufen, etwas zu tun. Noch sind Staatsführung und Kirche im Gespräch, aber die Gesprächsbasis kommt ihnen immer mehr abhanden. Die Demonstrationen mit anschließenden Festnahmen, die sich jeden Montag in Leipzig wiederholen, zum Beispiel, wertet die Kirche in solchen Gesprächen als Signale des wachsenden Drucks aus der Bevölkerung. Die Staatsführung aber, so Bischof Hempel hier, sieht darin ausschließlich kriminelle Einzelaktionen, die ausschließlich auch Sache der Staatssicherheit seien.
Dass die DDR-Führung bisher nicht zu Kompromissen bereit ist, zeigte sich auch gestern Abend wieder in Leipzig. Nach dem traditionellen Montagsgebet wieder Konfrontation von Bürgern und Polizei. 100 Festgenommene wurden gemeldet, wie viele noch in Haft sind, ist nicht bekannt. Unter den Verhafteten von gestern auch Michael Arnold, Mitbegründer des Neuen Forum, einer politischen Gruppe, die sich unabhängig von Kirche und Partei gegründet hat. Arnold wurde heute wieder freigelassen. Das Neue Forum hat mit 1500 namentlichen Unterschriften unter dem Gründungsaufruf heute ihre Legalisierung in 11 von 14 Bezirken der DDR schriftlich beantragt. Vom Gebiet der Bundesrepublik aus sind nach Darstellung der Ostberliner Nachrichtenagentur ADN am Sonntagabend DDR-Grenzsoldaten sowie Grenzsicherungsanlagen bei Übersfelde im Bezirk Magdeburg mehrfach beschossen worden. Die ständige Vertretung der DDR in Bonn habe deshalb bei der Bundesregierung protestiert. Das Bundesgrenzschutzkommando Nord bestätigte inzwischen, dass auf DDR-Seite Grenzsicherungsanlagen beschädigt wurden. Es wies aber die Berichte über einen Schusswaffengebrauch von bundesdeutschem Gebiet aus nachdrücklich zurück. Die SPD will den Meinungsaustausch mit der DDR-Führung nur dann fortsetzen, wenn dabei auch die Flüchtlingsfrage und die innere Situation in der DDR diskutiert wird. Das ist die Folge der jüngsten Ausladung. Nun haben die Sozialdemokraten doch damit begonnen, ihre Deutschlandpolitik zu überdenken. Die brüskierende Gesprächsabsage durch die SED war lediglich ein Auslöser dafür. Der SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel erläuterte heute eine Entschließung, die nach fünfstündiger Diskussion gestern Abend vom Parteivorstand einstimmig gefasst wurde. Er war bemüht, die Richtungsänderung als bruchlose Fortsetzung der bisherigen Politik darzustellen. Aber entscheidend ist die neue Reihenfolge der erhofften Kontakte in der DDR. Nicht länger mit den Machthabern, sondern mit den reformerischen Kräften soll zuerst gesprochen werden. Mit den Kirchen, deren feste und besondere Haltung wir begrüßen. Mit den Reformgruppen, mit denen wir seit langem vielfältige Kontakte unterhalten. Auch mit der SED, die erkennen muss, dass ihre starre Haltung zu gefährlichen Ausbrüchen im Herzen Europas führen kann. Damit noch nicht genug. Die Formel Wandel durch Annäherung, die fast zwei Jahrzehnte lang die SPD-Politik bestimmte, ist von der jüngsten Flüchtlingswelle hinweggeschwemmt worden. Die neue Formel Wandel durch Abstand, erfunden von dem Parteirebellen Norbert Ganzel, gehört zwar noch nicht zum Allgemeingut in der SPD, aber sie findet sich in der protokollierten Absicht wieder, mit den Oppositionsgruppen in der DDR nicht nur zu reden, sondern sie sogar zu unterstützen. Gegen Angriffe aus der CDU, die nun gleich von einem Scherbenhaufen sozialdemokratischer Deutschlandpolitik sprechen, setzte sich der SPD-Parteichef energisch zur Wehr. Zugleich warnte er die Unionsparteien vor einer Neuauflage der Diskussion um die Wiedervereinigung. Führende CDU-Politiker haben sich heute für mehr persönliche Kontakte zwischen der Parteibasis in der Bundesrepublik und reformwilligen Mitgliedern der Ost-CDU in der DDR ausgesprochen. So würdigten heute die Sozialausschüsse die in Eisenach öffentlich bekundete Absicht, eine innerparteiliche Diskussion über die Demokratisierung der DDR zu beginnen. Nach Auffassung des deutschlandpolitischen Sprechers der CDU-CSU-Fraktion Lindner handelt es sich dabei zwar noch um einen sehr verhaltenen Prozess, doch sei es begrüßenswert, dass sich bei der Ost-CDU überhaupt etwas bewege.